So, und willkommen zurück zu Yakuza Kiwami, dem Spiel mit immer noch Kiyo, nur 20 Jahre später. Wir stehen hier gerade auf dem Marktplatz. Ich habe irgendwelche Schlüssel gefunden. Wir könnten jetzt theoretisch zur großen Beerdigung von Vorsitzenden Serra gehen, aber bevor ich das mache, wollte ich eigentlich nur mit. Die habe ich eigentlich schon alles durchgequatscht, oder? Dem Informanten. Kiryu-san. Ja, arbeitest du bereits. Wovon redest du? Ja. Naja. ボコボコにされたヤクザが逃げていったんでね。キリュウさんが相手なんじゃないか。Hat eine Bande von Yakuza gesehen, die ganz schön auseinandergenommen wurde, dachte, Kiryu hat damit zu tun. よく見てるな。Der beglückwünscht ihn zu seinem guten Auge. そうでもしないといいネタは見つからないんでね。でもまあこれでキリュウさんが街に帰ってきたこともある程度広まっちまうでしょう。Es ist gut, dass es so ist, sonst könnte niemals Informationen holen, die er braucht. 登場会が相手になりますよ。気をつけてください。そうだな。でも俺は 別に登場会と喧嘩するために帰ってきたわけじゃねえんだ。でも明日は行くんでしょ、葬儀会場に。お前なんでそれ。勘ですよ。登場会の会長が殺されるのと同時に堂島の竜がこの町に帰ってきた。これは何かあるに違いないってね。でも安心してください。 Also er meinte, also ich kann mich mit seines Schweigens kann ich mir versichert sein. Und er hat richtig vermutet, dass Kiryu zur Beerdigung des Vorsitzenden geht, die morgen ist. Ja, ansonsten hat er unsere Arbeit bewundert und das ist, wird nicht lange dauern, da weiß die ganze Landschaft, dass wir hier sind. Ist der noch so? Sieht so aus, würde ich reden wollen. Ich will nur schlafen, lass mich in Ruhe. Gesundheit! So, jetzt muss ich aber trotzdem diese komischen Schließfehler. Kenn ich den? Ich glaube, der Typ, der gestorben ist, war ein Yakuza, ja, das ist richtig. Kann ich ja nicht nur großartig was machen? Prinzipiell sind ja eigentlich alle relevanten Straßen blockiert, oder? Hey, ich denke mal, ich werde hier ja nicht mal so viel. Das Serana ist ja auch zu. Hier sind die Bullen? Nein, eigentlich. Prinzipiell kann ich ja nicht großartig Nebenquests machen, oder? Ist das. Ich meine, das ist ja relativ schnell, sind die auch alle Nebenstraßen abgelaufen, um zu checken, ob es hier irgendwo noch jemanden gibt. Ein Bokumusai bringt mir auch nichts. Ich könnte jetzt maximal hier mit drei Yakuza zusammenschlagen. Also richtig weiterbringen tut mich das auch nicht. Mal sehen, wie schnell ich übrigens hier wieder gejagt werde von allen möglichen Leuten. Kann sich eigentlich nur um Sekunden handeln. Na, wir fahren halt mal zu der Beerdigung und gucken uns das an. Wisst ihr nicht, wie ich da mit Kazama sprechen soll, ohne dass irgendjemand auf. Oder, Moment, Geld. Stimmt, ich kann auch Level-Film gerade sein. Ich würde den Schwierigkeitsgrad runterstellen, Film gerade sein. Obwohl, solange ich hier mein Fahrrad des Todes hab. Jetzt würde ich auch einfach besser werden, der Kuser. Das würde das natürlich auch deutlich einfacher machen für mich. Wir haben schon 8 Erfahrungspunkte, da kann man bestimmt FIFA ausgeben. Es tut mir so leid, werde es nie wieder tun. So, Fähigkeiten, warte mal. Quiz your Heat Action Power, Slam New Moves and Battle. So, Maximum Power ist ja nicht so. Hey, ist das möglich auf jeden Fall machen? Jetzt kann ich mich langsam mal entscheiden hier. So, was haben wir hier? Mehr Gesundheit oder. Wenn ihr pushed to your limit, you unflinch, ignore pain, even if attacked by a blade or firearm. Triggered at critical health. Okay, das ist natürlich praktisch. Das noch? Ist das hier noch? Das kann ich wieder nicht, ja. Das kostet auch zu viel, da komme ich nicht hin. Gut. Dann muss ich für 2 kaufen. Aber die Dragon-Style-Dinger, da brauche ich ja Majima für. Von ihm ist jedes Ding hat ja auch so ein komisches Majima-Bild drauf. Mit der komischen Schirm. Fight against Majima in Town of a total for 40. Ja, skill acquired regardless of the outcome. Aha. Ist ja so ein Mad Dog, Demon. Ja, ist klar. Ach, der gute Majima. Der muss doch auch viel durchmachen. Change up für niemanden. Ach, verdammt. Kann ich hier noch was leveln? Eigentlich für 2 Punkte. Na gut. Da ich eh nicht sterben kann, ist ja alles gut. Achso, die wollen ja. Das sind ja die Mädels, die den Club wollen. Ich hab schon rausgekriegt, dass der Host Club, der heißt tatsächlich so. Das ist einfach der Eigenname von den Dingern. Das Ding heißt wirklich einfach nur Host Club und das war's. Und das gibt's anscheinend wirklich nur so in Tokio und sonst eigentlich nirgendwo. Also das gibt's, aber nicht viel. Aber ich vermute mal ganz stark, dass so.
so wie hier, dass junge Frauen nicht gerade das typische Klientel dabei sind, sondern wahrscheinlich eher die Älteren. Ach, jetzt kriege ich jetzt nichts drin. Also ich würde ja vermuten, dass da so mittelalte Frauen hingehen, nicht... Könnt ihr einzelnen anderen Leuten nicht noch reden hier? Mit. Ja. Na gut, grüß dich. Wie sie alle wieder umdrehen. Sasuga Kazama-san ga mikomareta kata desu ne. Hontou ni tasukaru. Ja, vielen Dank dazu. Ora sukkiri shi. So, dann will ich nicht mit Julia reden, ich will mit Shinji reden, mit seinem lustigen Mantel. Mo, junbi wa dekimashita. Ja, ich bin ready, ich kann losgehen. Wakarimashita. Ja. Oh, lass uns unsere Pläne für morgen diskutieren. Das kann ja nur gut werden. Möchtest du speichern? Ja, das möchte ich. Speichern erscheint mir wieder eine sehr gute Idee. Bock! Bock! Hui! Das gute Huhn. So. Oh, jetzt sind wir wieder 1996. Es gibt wieder Rückblende hier. Achso, das war. Ach stimmt, den gab's ja auch noch. お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえいきなり組持てって言っても手駒がいねえだろ。うちから腕利きのやつを何人か出すからそいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さんありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんが。親父もそれだけお前には期待してるってことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか。あんなことになっちまったとはいえ。いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の。そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。Immer diese Japaner mit ihrer Übertreibung. Also er hat kurz erzählt, dass die das 1996, dass die Nishiki-Familie entstehen soll, weil man hat dann ein paar Leute von ihm gekriegt hier. Und die Story ist, dass das, wenn Kiyo irgendwann mal aus dem Knast rauskommt, die unter Nishiki, dass er unter Nishiki kommen soll, weil das, das weil die Dingsbums, die Kazama-Familie kann er nicht mehr. Ah. Shimano. Oyaji, sumasen. Sore de, soitsu wa honma ni aitsu yattan ka. Hey, machigai arimahen. そうか、桐生、帰ってきよったか。ハハ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 ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。Oh, also das ist Shimano hat gerade erfahren, dass das Kiri wieder da ist und das ist, er freut sich ganz doll und er hat gute Laune und hat indessen nur zwei Finger genommen für sein Versagen? Oh, ich habe einen Elefanten in der Wohnung. Wie ist das, Aniki?これが登場会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやすさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ。
そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。Mhm. So einfach so durchlaufen? Also einfach, also über die Mauer zu springen, also der Hintereingang ist nicht gut bewacht, aber die Mauer zu springen wird so auffällig, dass er einfach in den Haupteingang reinlatschen, als wäre ein Gast. Ich muss mich mit Shinji treffen. Ich sollte mich lange, besser langsam bewegen, sodass ich, dass es nichts Auffälliges passiert. Ich habe mal gehört, dass sie noch was aussuchen müssen, welchen Finger die verlieren. Ach, da hinten sehen die mich. Oh, warte mal. Oh. Ich will da rein, wo der Typ gerade vorsteht. Das macht es ein bisschen unpraktisch. Ich könnte mit irgendwelchen random Yakuza reden? Nice. Einige Yakuza verhalten sich, als würden die Regeln nicht für sie gelten. Oh, da steht eine Wache, das ist aber schlecht. Ob ich mich aufhalten möchte? Ich bin schon wieder zu schnell gegangen. Oh. Ich muss Shinji irgendwo treffen. Ich muss also irgendwie ein Band des Bedauerns finden. Hm. Tja, wie könnte ich das denn jetzt abnehmen? Ich könnte jetzt hier lang laufen. Kann ich jetzt hier mit irgendwelchen random Leuten reden? Er hat auch keins. Oh, vielen Dank. Bist du irgendein naher Verwandter von Sherman Vorsitzender Sarah? Ja, war ich. Ich habe eine Familie in der Shubu-Region, mein Beileid. Der Tojo-Clan hat einen großen Anführer verloren. Seine Schuhe wie Design sind nicht leicht zu füllen. Ich bin mir sicher. Wer denkst du, wird hier, Shintaro Kazuma? Futoshi Shimano? Shimano vielleicht? Oh. Hm. Ernsthaft? Shimano? Well. Ich denke mal, Yakuza folgen nur der Macht. Also das könnte nach all dem eigentlich ganz gut funktionieren. Weiß nicht, wie hier Kazama. Ich meine, Kazama, hat der nicht quasi schon. Selbst die Omi haben Leute losgeschickt, um ihren Respekt zu zahlen. Das ist ja toll. Kennen wir irgendjemanden? Teil sind die aus den größeren Entfernungen so untertexturiert. Hm. Wem könnte ich denn hier quatschen? Wenn du was brauchst, frag die Rezeption, ja. Wer ist er hier? Hör mal, den Typen da rechts, kennst du nicht? Ah, ist das wirklich tragisch, jemanden wie Shimano zu verlieren, wie Sarah zu verlieren. Aber sie haben sich wirklich um die Security hier bemüht, ja, toll. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie bei Pokémon, da reden die Leute auch mal so, wenn die sagen, oh, komm, sogar Frauen da. Mensch. Ich nehme an, das sind die. Wer ist er? Vorsitzender Sarah war ein Rollenmodell in jeder Hinsicht. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag jemals kommen würde. Ja, toll. Mit den Leuten nur noch sprechen, dann muss ich jetzt hier rumrennen. Krieg ich den jetzt hier? Ich soll mit den Rezeptionisten sprechen, wenn ich irgendwas brauche. Krieg ich jetzt ein komisches Band des Bedauerns her? An der Fronttür zu fahren ist bestimmt eine super Idee. Oh, ein Concierge. Bitte melde dich vorne an der Rezeption an. Du kannst eintreten, sobald du dich im Gästebuch eingetragen hast. Ach ja. Daran bin ich eigentlich schon vorbei. Achso, warte, ich komme echt nicht durch. Ich muss also wieder den Weg zurücklaufen. Ah, das ist ja hier. Achso, die Familie freut sich, dass du hier heute angekommen bist. Kannst du dich bitte hier eintragen? Oh, warte mal, jetzt einfach mal alles, volle Ehrlichkeit. Das kann nicht schief gehen. はい。ありがとうございます。あ、キリュウ。カズマだと？てめえ、もしかして堂島の親父殺して無職してたキリュウか。いや、別人だ。だよな。親殺しのキリュウがこんなところに来たら殺されるのがオチだからな。あいつもそんなにバカじゃねえか。 Wenn der Typ hier an der Tür wäre, wäre tot. Oh, geht bald los. Bitte trete hinein. Das ist toll. Jetzt habe ich leider immer noch kein Band des Bedauerns bekommen. Wie könnte ich das hier abknüpfen? Hm.
Also mit der Rezession zu reden, den echten Namen reinzuschreiben, war schon mutig, sag ich mal. Mit dem echten, der habe ich schon geredet, ne? Ah, na gut, dann müssen wir uns hier nochmal zurückschleichen. Wer ist er hier? Kann ich mit ihm reden? Ah, einige Akkuse verhalten sich so, als würden die Gesetze nicht für sie gelten, ja. Hm. Ach, da vorne ist eine Frau. Oh. Es ist zu gefährlich, vorne durchzulaufen. Ja, will ich ja auch nicht. Das sieht aber aus mit seiner Sonnenbrille. Total unauffällig. Ich will eigentlich mit der guten Frau hier reden. Oh, oh, es ist so traurig. Oh. Ich kann das immer noch nicht glauben. Sera ist weg. Sera-san, wie auch immer. Jetzt habe ich einfach echt mal alle Optionen hier ausgelotet. Soll ich denn hier noch reden? Oh, das ist so schwierig, mit den Leuten, die vorne stehen, zu reden, weil die... Ah. Hier, du rennst hier nur in die Wachen, wenn du so weitermachst. Boah, gerade so noch rechts, der hier rausgerettet. Ich einfach... Wer ist er? Ha, tja, kam es aus dem Inneren, dass das Vorsitzende Sera erschossen wurde. Verdammt! Weiß irgendjemand, was wirklich passiert ist? Also ich meine, die Yakuza wissen, was passiert ist. Das ist natürlich interessant. Hem, 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 hem. Warum tragen die keinen Weiß? Ich dachte, das ist eine Beerdigung. Trägt man bei Beerdigung Weiß? Ich dachte mal, so schwarz ist so das Beerdigungsding. Na gut. Trotzdem muss ich irgendwie mal so ein komisches Bedauernband hier kriegen. Oder kann ich das irgendwo aus dem Mülleimer fischen? Also langsam zu gehen scheint ja irgendwie hier keinen Unterschied zu machen. Hier Mülleimer, Mülleimer? Vielleicht bedauert ja irgendjemand nicht. Hm. Kann ich mit dem anderen Typ nochmal reden? Wenn ich den Kasama sage? Oh, das ist, ja, ich war da. Shintaro Kasama? Ja, ich stimme vollkommen zu. Aber ich würde nicht sagen, dass Kasama das San das so einfach akzeptieren würde. Hm. Also ich kenne jetzt alle drei Optionen mit ihm durchgehen, na gut. Und frage ich mal was mit Akira Nishikiyama? Boah, was ist das eigentlich schon mit der Nishiki-Familie? Was, Nishikiyama? Der Typ! Das, nur mal so zwischen dir und mir. Ich denke nicht, dass ich mit irgendjemand mit der Schlange davon vertrauen könnte. Vielleicht kriegst du das im Haus, ne? Wenn Nishikiyama als Vorsitzender vorwärts kommen würde, dann würde ihn die alte Wache wie Dreck wegwerfen nach den vielen Jahren Loyalität. Hm, ich möchte nicht darüber nachdenken. Ach stimmt, ich habe mich jetzt ja eingetragen, ja. Ich müsste jetzt eigentlich ins Haus rein können, oder? Ach, jetzt ist der Typ auch weg. Das läuft doch schon wieder alles nicht so, wie ich das geplant habe, oder? Jetzt bin ich in diesem dummen Haus drin, ne? Wahrscheinlich sagen zu lassen, dass die Treppe ist, fällt aus. Ja, Treppe fällt aus. Steht ein dicker Yakuza vor. Bitte beachte die Beerdigungsetikette. So, wer ist er hier? Oh, nein. Ich. Jetzt muss ich wirklich da hingehen und das tun. Ach, das ist der Beerdiger, der Bestatter. Der Beerdiger hat das Band verloren. Wer ist er hier noch? Oi. Hey, hör auf rumzuwandern. Das, wenn du einen Todeswunsch hast, dann mach hier keinen Ärger. Oi. Hey, hör auf rumzuwandern. Also aus irgendwelchen Gründen, die ich mir überhaupt nicht verstehen kann, mögen die Yakuza es nicht, wenn man auf der Yakuza-Beerdigung durch die Gegend wandert. Please observe funeral etiquette. So, jetzt weiß ich, dass das vorne an der Rezeption irgendwo liegt. Das Band. Ja, warte mal, kann ich das hier fragen? Ob das hier irgendjemand das... Hä? Okay, die Rezeption hat ja hier noch zwei Dinger, ne? Ja, ich hab mich tatsächlich eingetragen. Ich dachte, ich könnte jetzt vielleicht den Typen nochmal fragen. Ne, der hat nichts Neues zu sagen. Was soll denn das Ding hier liegen? Hm. Das ist schon ein ewiges Rumgesuche hier in einem Kampfspiel, das ist ja unfassbar. Mülleimer? Weil das dieses komische Bändchen überhaupt so als Erkennungssymbol dient. Das hätte ich ja gleich beim ersten Mal finden müssen, oder? Und den Typen kann ich auch nicht einfach fragen. Mein allergrößtes Bedauern. Da. Der hat was zu sagen hier? Ja, war wirklich ein Rollenmodell für alle. Ja, schön. Prächtig. Hast du dich eingetragen? Hab ich. Er sieht aber wirklich gemein aus. Ne, den schon wieder. Die haben mich da schon geredet. Maul. Hm.
Hä? In Japan wird bei einer Beerdigung weiß getragen und bei der Hochzeit trägt ihre Braut rot. Rot ist cool. Das habe ich schon mal gesehen, das Bild. Weicht das mit den Farben nicht heutzutage sowieso ein bisschen auf? Von bei so Hochzeiten? Also ich muss gerade an meine Tante denken, die hatte ein cremeweißes Kleid. Das lag aber daran, dass ihr damals 23-jähriger Sohn auch mit bei war. Das wäre vielleicht ein bisschen vermessen gewesen, da weiß zu tragen. Aber, ja. Rot ist das Glückssymbol. Naja. Prinzipiell sind Farben. So, trotzdem, ich brauche dieses komische Amt, Band des Bedauerns. Sonst sind es, Das Band of Mourning heißt natürlich nicht Band des Bedauerns, sondern das hat... Oh Gott, was ist das denn jetzt? Warum tippe ich denn hier auf Russisch? Raste aus. Band of Mourning. Band der Trauer. Ernsthaft? Der Google übersetzt das gerade so nicht zu gebrauchen. Oh Mann. Tja. Das hört sich so an, als hätte der Bestatter das hier irgendwo verloren. Ja, aber wo? Ich bin doch hier in der Rezessionsgegend, oder nicht? Bin ich blind? Das müsste hier irgendwie... Also entweder müsste es hier so ein komisches Rumklitzeln rumliegen oder generell überhaupt. Das ist... Gute Besserung an den Hintergrund. Ach, der Hintergrund ist... Die geht's bestimmt gut. Wenn ich krieg der Hintergrund gleich noch einen Tee und dann geht's den Hintergrund wieder gut. Tee hilft immer. Vor allem heute war den ganzen Tag so wunderschön warm. Ich habe heute Morgen auch zwischendurch nochmal einen Tee getrunken. Das hätte enorm geholfen. Also so ein Ding. Nee, heute Morgen nicht. Aber gestern hatte ich irgendwo, wo es warm war. Warte mal. Hier, ne. Ist so gefährlich, durch die Front zu laufen. Würde mich ja nicht irgendjemand erkennen. Wenn ich gleich in die Wache reinlaufen, das war der. Ne, das heißt in der Rezessionsgegend ist das. Also das kann nicht hier sein. Aber wo soll denn das hier sein? Ich werde hier irre. Ich meine, ich habe ja. Das ist ja nicht Witcher, wo man hier noch so eine Sicht anmachen muss, um die Sachen zu sehen. Ja, wir brauchen einen neuen Vorsitzenden. Das ist toll. In die Reihe mit euch. Ja, was ist. Hä? Ich kann mit der Rezession auch nicht nochmal reden. Das ist. Nicht mehr so groß ist die Rezessionsgegend jetzt auch nicht, wenn man ehrlich ist. Jetzt rede ich wieder mit ihm. Nein. Hä? Ich bin hier komplett verwirrt. Wenn ich jetzt einfach hier so hinter den Tisch zu springen, ist jetzt auch nicht jetzt so. Hä? Ich bin komplett raus. Auf dem Platz war es auch nicht, vielleicht hat er es ja auf dem Weg dahin verloren. Ach so! Oh nee! Ja gut, prinzipiell, wenn ich jetzt hier irgendwie entdeckt werde, verliere ich ja auch nichts bei. Ne? Dann muss ich halt Level nochmal neu anfangen. Und das hält mich persönlich auch nicht auf. Weil, naja, das ganze Spiel hier, das Durchlaufen war so eine Sache von 3 Minuten. Oh, wer ist er denn hier eigentlich noch? Kennen wir den? All die führenden Leute hatten eine nette Reise hier. Ich wünschte, ich hätte ein Auto. Das wäre sicher sehr praktisch. Gibst du mir da nicht recht? Warte mal. Warum schleichst du hier rum? Hey! Habt euch diesen Typen hier! Oh Mann.